Na, seid ihr denn auch schon alle da zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks? Und ja, ich würde immer mal wieder gebeten drum, auch nicht nur High-Tier-Gefechte zu zeigen, sondern zeigt doch auch mal ein bisschen was im Low- und Mid-Tier. Und dementsprechend habe ich mich hier für ein Replay von der Su-85i von Max Balding entschieden. Feuriger Bogen ist die Karte. Und ja, er hat hier das in der Tendenz ausgeglichenere Team, würde ich sagen, ja doch schon. Dafür hat der Gegner aber die besseren Ausreißer nach oben in den Spielern. Jetzt sind wir mal gespannt, was er hier macht. Feuriger Bogen und ein TD verleiten natürlich, hinten auf die klassische Camper-Pussy zu gehen. Su-85i hat einen sehr schönen Reload, 3,8 Sekunden, macht einen netten Schaden. Ist nicht unflink und unwendig für so einen TD. Sind wir mal gespannt, was er hier, ob es hier einen Tontauben schießen wird oder ob am Ende bedröppelt aus der Sache rausgehen wird mit ein paar Schaden. Naja gut, das wisst ihr bei mir, das ist nicht der Fall, aber nur wie er den Schaden macht, das wird die Frage der Fragen sein. So, der A20 fährt davor, macht da hinten auch schon den T1 Heavy auf, aber ja, so weit kommt er einfach nicht. Die Sichtweite Drawing Range ist dann nicht weit genug. Und deswegen ist er jetzt auch tot. Schnelles Spiel für den A20 und auf Wiedersehen. Zack, raus und ins nächste Gefecht. So, jetzt die anderen TDs, die Stuck und die Su, oder das Stuck und die Su, fahren hier weiter nach vorne. Da drüben passiert jetzt gerade ein bisschen was. Mal schauen, ob er da irgendwie sich jetzt zufällig einer raustraut und er da einen Schuss drauf bekommt. Das Stuck ist auch jetzt schon weg. Der TNS Heavy drückt langsam, aber sicher die Einsatzfeuerlinie voraus. 0 zu 4 der Stand der Dinge. KV-1 auch noch weg. Oh, da ist jetzt der T1. Das kommt da aber drauf, oder? Ja, da ist er. Nee, prallt ab. Nicht da hoch. Tiefer zielen. Joa. Max Balding. Weiß nicht, warum du ihn auf den Turm schießen wolltest. Jetzt ist er auf jeden Fall wieder zu. Vielleicht kriegt der die Su den gleich nochmal auf. Da ist er, da ist er, da ist er. So, jetzt nehmen wir ihn aber raus. Der ging nicht durch. Zieh doch tiefer, Mann. Jetzt aber Seite. Jetzt komm. Und zack. Ja, also. Krieg den raus. Su-76 ist leider dabei auch gestorben. Ja, aber der. Komm, da brauchst du noch nicht großartig irgendwas treffen. Hauptsache du triffst ihn. Ja, sehr schön. Ersten Hit. Und zweiten Hit. Sehr schön. Der hat ja jetzt schön gezielt und schön geaimt. Der war besser. Die Mitte wird jetzt gescoutet von nur noch einem einzigen PZ-1C. Ansonsten ist ihre Sicht sehr überschaubar. Man sieht auch ganz interessant. Oh, da ist jetzt DW2. Junge, DW2. Junge. Mach auf. Mann, ey. Alter. Das geht auf Stuck. Nummer 1. Nummer 2. Und jetzt macht den DW2 weg. So, zack. Nochmal. Weiter, 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 weiter. Dabei, dabei. Komm, da jetzt, genau. Mann, ey. Gibt's doch nicht. Wo ist er denn jetzt hin? Man sieht übrigens jetzt auch hier ganz gut, so sollte man, wenn es möglich ist, mit Fernrohr spielen oder irgendwas zumindest, weil die Sichtweite ist nicht wirklich stark. Jetzt kriegt er den DW2 auf. Zack, und jetzt macht er ihn endlich weg. 6 zu 11. Zwei Artis von ehemals 4 sind schon tot, die waren hinten alle gestanden. Jetzt drücken sie da über den Bahnsteig rüber langsam.
Das ist eine Eigenart, da sollte es nicht drauf schießen, genau. Da kommen sie jetzt. Allen voran der BDR. Der beste Spieler aus dem Team. Jetzt geht er erstmal auf den PZ. Arti nimmt den BDR raus und er nimmt den PZ raus. Sehr gut. So, jetzt kommt der AMX 38 hier auch noch. Erster Hit trifft. Vielleicht macht er seinen Krieger klar. Und er macht seinen Krieger schon direkt klar. Sehr schön. 9 zu 12. Oh, jetzt im Hinterhalb, da kommt der G1R rum. Komm schon, mehr als zeigen, zeig mehr. Ja, genau. Nein! Das trifft ihn doch. So, jetzt der G1 schießt auf ihn. Genau, da schießt man hin, nicht auf die Tür. Mach ihn weg. So, jetzt muss er aufpassen. Arti schießt rein. Er bekommt schon hier viel. Kette ist noch kaputt. Oh, Marder nimmt den Valentine raus. Arti hält hier weiter drauf. Jetzt sucht er sein Glück auf dem Weg nach vorne. 5 Gegner hat er noch. Also ein bisschen was kann er noch machen. Grille schreibt Stopp. Ja, wenn die Grille Stopp schreibt, dann muss er stoppen. Ist jetzt aber auch nicht doof. Der Gegner ist in sich natürlich des Sieges eigentlich schon bewusst und weiß genau, okay, jetzt geht es eigentlich nur noch darum, wer kriegt die Kills und nicht gewinnen wir noch. Also von dem her, die kommen zu lassen, ist nicht doof. Ist halt natürlich unangenehm, diese drohende 3-Arti-Front um sich zu haben. Wir können ein bisschen das Panorama genießen. Die Arti. Er und seine Büsche. Hier, er kuschelt. Steht er nicht schön drin? Die Flugzeuge. Naja, aber abstürzen will er nicht, der Kamerad, gell? So, jetzt bin ich gespannt, wann hier was passiert. Wie gesagt, trotzdem finde ich, es war nach wie vor richtig, dass er hier nicht sein Glück sucht und einfach selber nach vorfährt. Weil die Problematik ist, die Sichtweite von ihm ist einfach auch nicht so grandios gut. Also das heißt, er kann jetzt nicht mal schnell den Scout raushängen lassen. Da ist die erste Birch Gun. Macht sie One-Shot raus, 190 Schaden. Das ist ein schöner Roll. Move. Oh, Marder. Da verschießt der Marder sogar noch gerade. Arti verschießt auch. So, hoffentlich konnte er jetzt, ist er jetzt mittlerweile wieder zu. Weil von dem Marder muss er auf jeden Fall natürlich weg. Lieber den Medium finden als den Marder. I go clean my room. Ja. Alles klar. Guter Zeitpunkt zum Wohnung putzen. Da hinten kommt der Marder jetzt rum. Der geht jetzt auf die Grille. Mal schauen. Oh, das wird natürlich. Er kommt gar nicht erst drauf. Die Grille muss es ja fast schon alleine machen. Er müsste eigentlich noch ein bisschen höher und erhöht fahren. Die Grille nimmt den Marder raus und das sogar noch blind. Ja, nice one. Grille wächst hier über sich hinaus. So, jetzt finde die Art, jetzt finde den Medium, mach sie platt. Verdient hast es dir. Alle waren noch nicht gescoutet. Ist natürlich sogar auch möglich, dass der Medium AFK ist.
Wünschen will ich es dem Medium und dem Gegnerteam nicht. Es wäre aber natürlich sehr hilfreich. Kill Arty. Ich glaube, er würde am liebsten alles killen. Weil die Pools-Medaille ist ja noch drin. Wo ist denn die Arty? Da ist sie schon mal nicht. Und jetzt die A-Linie entlang. Da ist... Oh ja, da ist der Medium. Wie ich es gesagt habe, AFK. Wir haben sie böse erwischt. Was schießt denn jetzt? Hi, aha, okay. Der ging voll durch ihre Panzerung. So, und weiter hin. Macht auch noch das Munitionslager weg. Da wollte es aber gleich richtig machen. Jetzt hat er wieder HE geladen für die Artis. Hat er deswegen die Birch so hart vorher getroffen? Hat er HE geschossen? Habe ich gar nicht aufgepasst, um ehrlich zu sein. So, Artis sind immer noch nicht da. Sehr gut. Was er jetzt macht, sehr gut mitgedacht. Er fährt nicht direkt durch den Cap, sondern er nimmt sich den langen Weg, wo er erstmal der Gegner... Oh, da. Das muss wehtun. Und zack, Artik hatte gar keine Chance, ihn hier... Oh, ist dies im Cap? Die Artik-Gegner-Artik capped. Und ab zurück. Wie gesagt, die Pools ist immer noch drin. Mal schauen, ob seine Artik daran denkt. 10 Kills ist natürlich immer eine sehr schöne Anzahl. Er schreibt auch, let him me please. Lass ihn mir bitte. Bitte lass ihn mir. Ich hab doch sonst nichts. Sitze hier alleine im Dunkeln. Aber jetzt wenigstens mit Pools. So, jetzt guckt er mal langsam auf den Cap drauf. Die Arty fahrt wohl zum Spotten. Sehr schön. Sehr schönes Teamwork, was die Arty da macht. So, und da ist er. Und er nimmt ihn raus, nimmt die Pools-Medaille mit nach Hause. 2312 Schaden, 10 Kills. Nice one in der Su-85i. Ja, hat mir gut gefallen. Hat das Game für sein Team entschieden. Ich hoffe, euch hat es auch gut gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.